Die Stimmung in der Hauptstadt ist aufgeheizt. Farbe auf dem Brandenburger Tor, 27 Störaktionen überall in Berlin und ein Pfefferspray-Angriff eines ausrastenden Autofahrers. Wir fassen euch zusammen, was alles passiert ist, seit Mitglieder der Klimaschutzgruppe Letzte Generation einen Wendepunkt angekündigt haben. Samstag. Zum Start des Wochenendes hatte es einen Protestzug der letzten Generation gegeben. Mit Bannern und orangenen Warnwesten machten die AktivistInnen auf sich aufmerksam. Sonntag. AktivistInnen besprühten das Brandenburger Tor mit orangener Farbe. Alle 6 Säulen waren betroffen. Laut Polizei hat es 14 Festnahmen gegeben. Es werde wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung ermittelt, so der Polizeisprecher. Montag. Zum Wochenstart blockierten die AktivistInnen zahlreiche Straßen in Berlin. An 27 Orten gab es Störaktionen. 7 Blockaden habe die Polizei verhindern können. Die Polizei stoppte einen Autofahrer, der selbst einen Klimademonstranten von der Straße lösen wollte. Wir haben Verständnis, wenn Sie von den Protesten genervt sind, aber bitte greifen Sie nicht ein oder wenden gar Gewalt an, bat die Polizei am Montag bei der Plattform X, vormals Twitter. Und ein weiteres Video eines Übergriffs kursiert mittlerweile auf Social Media. Ein aufgebrachter Mann setzt in dem Video Pfefferspray gegen mutmaßliche Mitglieder der Klimaaktivistengruppe ein. Die Berliner Polizei ermittelt jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung. Seid ihr Störaktionen der Klimaschutzgruppe begegnet? Schreibt uns eure Erfahrungen in den Kommentaren.